Sometimes I just feel like a gangster. Willkommen zum neuen Projekt und zwar Feed the Beast Ultimate mit dem Talix im Spiel Talokan. Aloha! Okay. Tja. Wie meine Zuschauer es wahrscheinlich schon gesehen haben, ungefähr 70 Stück, dass ich eigentlich schon 2 Folgen hatte. Nur die waren halt ein bisschen fail, scheiß Welt und so. Tja, also ein bisschen so eine Krüppelwelt, so könnte man es nennen. Und ja, wir haben auch ein bisschen blöd geredet, die ganze Zeit alles ein bisschen schlecht erklärt. Und deswegen haben wir uns gedacht, fangen wir doch einfach nochmal gerade von vorne an. Wir waren eh noch nicht so weit. Und da eignet sich das doch ganz gut, ne? Genau. Und ja, also wie gesagt, ich bin der Yannick aka Talokan aka Talix AD. Wenn ihr mir irgendwie Kommentare oder private Nachrichten schreibt, dann sprecht mich ruhig mit Yannick an. Habt da keine Ahnung, irgendwie, dass ihr mich nicht kennt oder so. Also sprecht einfach ruhig mit Yannick an. Und ja, also wir spielen hier die Vize Beast WG und das ist halt die Vize Beast Wohngemeinschaft, wie man sich nur schwer hätte denken können. Und das Ganze wird so ablaufen. Erstmal werden nur ich und Niklas und ich es spielen auf dieser Welt, die eigentlich jetzt ganz nice geworden ist, muss ich wirklich sagen. Da sieht man schon so ein paar Erze in der Wand. Sieht also schon wirklich ziemlich nett aus hier und ich bin ein bisschen erkältet, also von daher bitte nicht wundern, dass sich so meine Stimme ein bisschen komisch anhört. Keine Ahnung, ob ihr es merkt oder nicht. Ich merk's halt zumindest und deshalb, also Vize Beast WG ist halt, wir spielen hier Vize Beast Ultimate und das Ganze halt in einer Form von einer Wohngemeinschaft und wir werden hier wahrscheinlich am Ende nicht komplett alleine sein, sondern eventuell halt noch mit Panda Gang, den ihr aus Niklas Video schon bereits kennengelernt habt, solltet ihr zumindest. Und ja, da kann aber auch Niklas nochmal was zu sagen. Also ja, also vielleicht. Der René Panda Gang. Der wollte halt auch mitmachen, wollte nämlich nicht auf, das ist das Problem. Und da kommen wir auch direkt zu den Sachen Bewerbungen, falls ihr mitmachen wollt. Und zwar, jeder von euch kann mitmachen. Voraussetzung, er muss schon mal auf YouTube was gemacht haben. Und er sollte nicht eine allzu helle Stimme haben, er sollte ein gutes Headset haben. Und sag ich mal, nicht stottern, wenn er Videos macht. Also er sollte schon ein bisschen gewöhnt sein, hier von Videos zu sprechen. Weil das ist immer so, wenn man das erste Mal Videos macht, ist man eh mal ein bisschen nervös. Ist nichts Besonderes. Was ist das? Genau. Wristschart. Oh, der sah ein bisschen pink aus. Das war schön. So, Ah, pink. Ja, also nicht zu eine helle Stimme haben. Und ihr solltet schon 14 Jahre alt sein, wenn ihr mitmachen wollt. Ja, also mindestens 14 Jahre, weil wir wollen jetzt auch nicht sowas mit Jüngeren machen. Und also was heißt, Jüngere sind natürlich auch an Bett okay, aber es ist halt irgendwie ein bisschen blöd, dass man halt so einen großen Altersunterschied. Das soll jetzt hätte. Nichts für alles hier sein, dass. Ich habe nichts dagegen, wenn hier viele Junge zuschauen. Das soll einfach nur was sein, dass hier, hier bestimmte Altersgruppen nur mitmachen. Ja, und deshalb halt auch WG, wie gesagt. Das ist halt jetzt einfach kein ganz normales Let's Play Together, Feed the Beast, was ein Modpack aus 75 verschiedenen Mods ist. Ich weiß nicht, ob es genau 75 sind, weil ich habe es einfach mal selbst nachgezählt in dem Startmenü. Unter Light Mods. Da steht doch 96 Mods, das steht dann da auch direkt. Ja, bei mir stand das da halt nicht. Ich wollte einfach mal nachzählen, da waren nur 75 und da war ich komplett enttäuscht. Richtig enttäuscht, ich dachte, Alter. Das wären 96 gewesen. Ja, ich habe auch gedacht, dass es so knapp an die 100 gehen würde, aber anscheinend ist es halt doch nicht so. Und zumindest, wie gesagt, wir werden das halt nicht unbedingt immer alleine machen, sondern halt mit Gästen oder halt. Und diese Gäste können sich halt auch so ein Haus hier aufbauen und dann halt irgendwann wieder verschwinden. Das soll jetzt nicht so mega projektmäßig sein, was ja auch im Moment mit Vize Beast Ultimate ist und das ist auf gar keinen Fall eine Nachmache für diejenigen, die das jetzt irgendwie denken, weil es ist ja auch was komplett anderes, was wir hier machen. Wir spielen zwar auch Vize Beast Ultimate, aber es gibt ja auch ganz normale Minecraft Let's Plays, das ist ja dann auch keine Nachmache, sonst würde ja jeder Gronkh nachmachen, keine Ahnung, als Beispiel jetzt halt einfach. Obwohl Gronkh nicht der Erste war. Ja, obwohl halt Gronkh nicht der Erste war, ich habe schon eine Workbench. Und ihr könnt uns auch gerne Themen in die Kommentare schreiben, wo ihr uns wo wir halt drüber sprechen wollen, was euch so interessiert. Das interessiert natürlich auch meistens uns, denke ich mal, in den meisten Fällen zumindest. Es sollte halt etwas mit dem Gameplay zu tun haben. Später können es vielleicht auch mal Real-Life-Sachen sein, denke ich, oder? Weil man kann auch mal über Real-Life-Sachen quatschen, von euch zum Beispiel, ob ihr irgendwie keinen Bock Stress habt und darüber reden wollt. Genau, also halt sowas, aber dass wir halt aus unserer Sicht unsere Meinung da drin somit halt verkörpern wollen und euch so ein bisschen präsentieren wollen, wie wir das sehen, wie wir zu diesem Thema stehen, was ihr uns dann halt dementsprechend in die Kommentare schreibt.
Und ja, das wollte ich auch nochmal gerade so sagen, dass ihr uns bitte Themen in die Kommentare gebt und schreibt und so. So, ich habe jetzt auch schon mal ein bisschen die ersten Ressourcen gesammelt und hier sehe ich die ganze Zeit diese geilen Quarzcrystal, die so ein bisschen Licht geben. Ah, was ich noch sagen könnte ist, und zwar, wie soll ich das jetzt mal kurz überlegen? Ach ja, okay. Und wenn wir zu viert sind, dann werden wir uns sozusagen aufteilen in zwei Zweiergruppen, da das hier WG ist und wenn wir hier getrennt waren, ist ja sozusagen keine WG. Es wird sich hier in Teams aufteilen, weil sonst ist das nachher total arm, wenn der eine da mit seiner Quantumrüstung steht, während der andere noch mit seinem Zauberstäben rumhaut. Da merkt man schon den starken Unterschied. Und deswegen wird es immer so sein, nachher, wenn sich Leute in zwei Gruppen aufteilen, dass immer sozusagen einer den Technikpart übernimmt, der andere übernimmt den Magiepart. Und deswegen bräuchten wir auch noch halt ein paar Mitglieder, ne? Mit dem René, falls der mitmacht, falls ihr das wollt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Dann wären wir zum Beispiel schon zu dritt. Ich kenne noch einen, der hat aber wenig. Ja, genau. Der hat aber wenig Zeit, deswegen eignet sich der nicht so gut. Also ihr sollt schon genug Zeit haben, dass jeden Tag ein Part rauskommen kann. Oh, ich habe gerade voll die Frame-Einbrüche. Genau, also so sollte das halt auch ungefähr dann sein, dass man auch regelmäßig hochladen kann, weil ich habe jetzt eine 16.000er Leitung und es dauert halt trotzdem bei mir, weil man halt natürlich auch ein bisschen Qualität bringen möchte. Hast du? Ja. Oh mein Gott, ich sag nur richtig, richtig... Du kannst es dir leisten und ich kann es mir halt nicht leisten, dein Spaß. So, ich verbarrikadiere mich jetzt erstmal hier unter diesem Loch, was ich mir selbst gegraben habe. Und hier sind auch schon ein paar Erze, das ist auch sehr nice. Ich mache jetzt einfach nochmal eine neue Workbench. Und ich denke, dass Niklas und ich das auch so lange machen werden, sobald wir Gäste haben, dass wir uns halt auch dementsprechend trennen, oder? Weil, falls der eine nicht aufnehmen könnte, was natürlich normalerweise Voraussetzung ist. Wo ist mein Spitzhacke eigentlich hin? Ja, sozusagen, was er damit sagen will, ist, wenn jeder sozusagen in seinem Team ist nachher, dann reicht es, wenn sozusagen... Wie erklärt man das jetzt am besten? Es muss nicht... Ach, wie sagt man das jetzt? Es muss nicht jeder auf dem Server online sein. Man darf halt nur nicht alleine aufnehmen. Sozusagen, man darf nur aufnehmen, wenn auch sein Teamkollege, mit dem man dann, sage ich jetzt mal, zusammen wohnt, online ist. Aber das wird auch halt auch so sein, dass wir, dass wir halt, dass halt nur derjenige, der halt hier dabei ist, dass er nicht dauerhaft dabei ist, sondern dass er vielleicht nur für so viele Folgen da ist, bis halt sein Haus fertig ist, was natürlich auch einige Zeit dauert und das ist halt... Also immer extra schön langsam bauen für die länger hier spielen wollen. Genau, und es muss natürlich aber trotzdem in einem Rahmen sein, dass er halt jeden Tag ein Video bringt, dann, also, wenn er hier drauf spielt. Ich bin jetzt nicht unbedingt dafür, dass er nur bis zum Haus bleibt, ich finde, man könnte das schon so machen, dass der schon sehr lange bleibt, nur halt irgendwann, der Server hat jetzt nicht gerade viele Slots und irgendwann, wenn der Typ, sag ich mal, schon weit ist, sag ich mal, seine Nano-Rüstung hat, den ganzen Kram und dann kriegt man zu viele Anfragen und dann muss man sozusagen halt auch mal tauschen, da muss man Platz für die anderen machen. So, oder? Ja, es muss ja halt auch noch alles so ein bisschen klären und natürlich wollen wir es nicht ohne eure Meinung klären. Heißt alles ab in die Kommentare, was ihr so meint zu diesem Projekt und wie man es halt mit diesen ganzen Gästen und sowas veranstalten soll. Ob die länger bleiben sollen, ob die kürzer bleiben sollen, ob es öfter rotiert, ob es weniger rotiert. Alles da in die Kommentare und halt die Kriterien, dass ihr halt mindestens 14 Jahre alt seid und nicht die allerhöchste Stimme. Ja. Also dazu ich denke mal, wenn ihr so eine Stimme habt wie ich oder so, ist das okay, weil ich habe jetzt auch nicht die höchste Stimme, aber ich habe jetzt auch nicht die dunkelste Stimme, aber halt auch nicht die tiefste. Sondern halt irgendwas so und jetzt dazwischen, das finde ich eigentlich ganz okay. Und was ich noch sagen möchte ist, ich habe in dem anderen Part zwei Parts erklärt, die ich hochgeladen habe, die jetzt aber wieder gelöscht sind, dass ich, da habe ich halt auch schon gesagt, dass Leute mitmachen sollen, nicht zu eine helle Stimme haben sollen und den ganzen Kram. Und trotzdem kriege ich nur Anfragen von Leute, die eine total helle Stimme haben. Jetzt nichts gegen euch, ne? Ich finde es schön, dass ihr meine Videos schaut, aber es eignet sich halt nicht unbedingt zum Let's Playen. Das ist Fakt. Ja, ich... Na klar, eine helle Stimme... Ich finde, eine helle Stimme eignet sich auch zum Let's Playen. Es kommt halt, Habe ich... Ja, jetzt nicht helle... Helle ist in Ordnung, grelle, so kann man es mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Es kommt halt beim Let's Player auf verschiedene Sachen an. Was mache ich? Wie spreche ich Themen an? Und das ist halt so eine ganz große, ja, Portion... Ach, scheiße, habe ich schon zwei Spitzhacken gemacht, ich Idiot. Ist halt eine komplett große Mischung aus verschiedenen Zutaten, wie bei einer Suppe und... Je nachdem, man muss halt gucken, ob es am Ende schmeckt oder nicht.
Nee, es ist ein Vergleich, der zwar ein bisschen anders ist, aber trotzdem passt. Es kommt halt nicht nur auf die Stimme an. Die Stimme ist eine Zutat vom Ganzen. Und du frisst ja auch nicht die Suppe. Du isst ja auch nicht die Suppe nur mit. Ja, ist gut, wir haben es schon mit der Suppe. Ja, okay. Ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine jetzt so ein bisschen. Und ja. Ja, ne. Ist viel geredet. Aber ich denke mal, euch sollte das jetzt mittlerweile in der ersten Folge halt auch so ein bisschen klar geworden sein, was wir hiermit bezwecken wollen, was wir hiermit machen wollen. Geld und verdienen. Wie wir, ja genau, Geld verdienen. Halt, was die YouTuber so machen. Und ja. Sind alle nur geldgeil. Als geldgeile Schweine. Alle nur geldgeil. Was ich aber nicht verstehe, sozusagen irgendwann kann man als YouTube-Partner werden und damit, wenn man Videos, Werbung in seinen Videos einblendet, verdient man damit sein Geld. Aber ich nicht verstehe, wenn Leute, die 300 Abonnenten haben, Werbung einblenden. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich meine, die verdienen eh kein Geld und machen trotzdem Werbung rein. Verstehst du das? Ja, es klingelt gerade bei uns, also. Es ist so unprofessionell. Aber ich denke, ihr habt das eh nicht gehört, weil es eigentlich relativ. Aber echt, leise. Ja, es ist halt eine relativ leise Klingel. Jetzt hat es nochmal geklingelt. Oh mein Gott. Jetzt habe ich es nicht gehört. Dingel, dongel, dingel, dongel, Alter. So, ich tue jetzt gerade mal meine ganzen Anfangs-Ärzte so schmelzen. Ich habe schon ein paar Sachen gefunden, ist eigentlich ganz nice. Nice. Aber ja, halt nur ein paar. Ich habe ganze 4 Kopper gefunden. Mhm. Das ist bereits schon nicht OP und so, ne? Ich habe Aluminium-Ohr. Nice. Aluminium, Alter. Aluminium ist das neue Eisen. Aluminium-Alufolie heißt es ja. Diese Folie, wo man so ein paar Sachen reinpacken kann. Warte mal, geht das? Gut geht. So. Es gibt ja auch eine schnelle Methode irgendwie, wie man craften kann. Also da, wo du alles so schnell hinsetzen kannst. Ich weiß nicht so genau, wie das ging. Weiß ich gar nicht mehr so. Aber es geht auf jeden Fall irgendwie. Ich habe auch schon ein bisschen Eisen gefunden. Ich mache jetzt direkt mal eine Eisenspitzhacke, damit ich mehr Sachen abbauen kann. Und ich würde sagen, die erste Folge können wir an der Stelle auch schon fast beenden. Wie weit sind wir? Weißt du, wie weit wir sind? Ich habe nicht die Stoppuhr angemacht. Also wir sind ja schon auf jeden Fall bei 12 Minuten, das weiß ich eigentlich relativ sicher. Okay, dann nehmen wir noch 3 Minuten auf. Jo. Boah, ich habe zwischendurch solche Frame-Einbrüche, Entschuldigung jetzt dafür. Aber ich weiß also, nicht. Also, bei mir läuft alles ziemlich flüssig. Ja, mir eigentlich auch, aber... Also mal spiele ich mit locker 60 FPS, steht hier oben links immer bei Fraps. Ja, ich spiele meistens immer so mit 80 so rum. Oder ja, auch 180 oder 120. Bei Fraps die Begrenzung 60 drin. Und ja, ist aber normalerweise auch eine Begrenzung drin, aber keine Ahnung. Ja, wird halt einfach eiskalt ignoriert. Was ist Ember? Kann man es auch schmelzen? Und wir kennen uns halt auch so ein bisschen mit dem Mod jetzt schon aus. Wir zocken nebenbei auch noch Tech It Light. Da sind ja auch so ein paar ähnliche Mods drin, nur dass hier in Feed the Beast halt auch die Zauberei oder der Mod Soundcraft halt dazukommt. Und da möchte sich Nick das eventuell halt auf die Zauberei spezialisieren. Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, letztlich auf was spezialisiert. Ja genau, also ich möchte mich halt wie gesagt mehr auf die Maschine und sowas spezialisieren und Niklas halt mehr so auf die Zauberei von Soundcraft, keine Ahnung, von den ganzen Mods, die da halt drin sind. Und ich mich halt mehr so auf die Energieversorgung, keine Ahnung, zum Beispiel wie von Industrial Craft oder von, was gibt's da noch? Genau, Buildcraft, Industrial Craft, Buildcraft, so Mods halt, wo halt auch ziemlich viel so mit Technik ist. Und Niklas halt mehr so Soundcraft, magiemäßig und... So wollten wir es halt am Anfang erstmal so ein bisschen aufteilen, denke ich mal. So. Es kann auch mal sein, dass ab und zu mal kleine Sprechpausen sind, weil zu zweit ist halt jetzt auch noch nicht so viel, weil man kann ja auch nicht die ganze Zeit nur durchquatschen, wäre ja auch ein bisschen langweilig für euch. Was heißt langweilig? Es wäre auch langweilig, wenn man gar nichts sagt. Kann man das schmelzen? Was ist dieser Bauxit-Ohr? Ich muss es mal nach. Bauxit. So, Ich guck mal, ob ich das habe. Lol. Nee, ich hab keine Ahnung. Ich kann es aber gerade mal in den Chat schreiben. Die erste Folge wäre aber an der Stelle auch rum. So wird das geschrieben. Ich schreibe es gerade mal in den Chat. Und wir nehmen halt mehrere Folgen am Stück auf. Heißt, wir können nicht direkt auf eure Kommentare eingehen. Wir werden jeden Tag eine Folge zwischen 15 und 20 Uhr hochladen. Du sagst es einfach so. Aber es ist keine Ahnung, wie es mir dabei geht. Das wird so sein, Alter. Das wird so sein. Und dann würde ich sagen, die erste Folge ist jetzt vorbei. Ich habe mich hier so einen kleinen Unterschlupf eingebaut. Und dann würde ich sagen, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dann und tschüss. Auf Wiedersehen.